Hallo, liebe Leute von heute. Ich darf euch willkommen heißen zu der nächsten Folge des Let's Plays, zu der Halloween-Folge Day of the Dead für Maniac Mansion Mania. Ich bin wie üblich der Malomatic und ich darf euch natürlich sofort willkommen heißen. Ja, ich habe ein bisschen die Episode ein bisschen vorgespielt, um zu sehen, wie es weitergeht. Wir müssen nämlich folgendermaßen was machen, denn es ist ja so, unsere Freunde draußen vor der Haustür brauchen unsere Hilfe, weil ja das Haus von Zombies umstellt worden ist. So, und da müssen wir folgendes machen. Wir haben hier den legendären Benzinkanister stehen, den man normalerweise für, Menschen hätte gebrauchen können. Ein Benzinkanister kann man immer gut gebrauchen. Stell dir mal vor, du hättest eine Kettensäge, aber kein Benziner. Schenkelklopfer. Ja, genau. Weil Maniac Mansion hatten wir eine Kettensäge, aber keinen Benzinkanister. Dafür war er ja bekanntlich auf dem Mars bei Zack McCracken and the Alien-Man Benders. So, jetzt müssen wir folgendes tun. Jetzt gehen wir wieder an die frische Luft. Und da stehen sie ja alle. Wir könnten ja mal versuchen, den Benzinkanister mit Klaus Fackel zu... könnten ja versuchen, es mit der Flamme von Klaus Fackel zu verwenden. Dann sagt er aber folgendermaßen was. Ich sollte vor Wendy helfen. Ihre Fackel geht bald aus. Ja, entweder meinte das wirklich so oder das ist nur eine faule Ausrede, um Klaus als erstes gleich dran glauben lassen zu dürfen, wollte ich was sagen. Weil ihr wisst ja, Klaus ist ja der, der Schlägertyp und er würde normalerweise eigentlich Bernard immer verdreschen, wenn Bernard ihm nicht einen Gefallen tut und sowas. Naja, von daher konnte ich mir deswegen gut vorstellen, dass er auch Klaus eher sterben lassen würde als Wendy. Weil, klar, dann hätte er eine Sorge weniger, so nach dem Motto. So, deswegen würde ich sagen, wir helfen als erstes Wendy. Ich habe gerade eine zündende Idee. Diese Firewall sollte die Zombies eine Weile von uns fernhalten. Aha, Firewall, ihr versteht. So, mal gucken, können wir jetzt mit denen irgendwas besprechen? Schnell, lauf zum Auto! Okay, ich warte dann im Wagen. Ah, okay, dann brauchen wir wahrscheinlich doch keinen Wagenschlüssel. Schnell, lauf zum Auto! Okay, ich warte dann im Wagen auf dich. Okay, gut. So, und dann noch... Hier einmal. Langsam finde ich Gefallen am Feuer legen. Verdammt, mir ist das Benzin ausgegangen. Und ich hatte mich schon so auf die Kettensäge gefreut. Oh, Mano. Ja, vor allem, ich sehe gerade, er hat nur lediglich Zitzfackel benutzt, aber nicht die von Klaus. Na, könnte es doch sein, dass meine Vermutung gar nicht mal so falsch war. Naja, schnell lauf zum Auto. Okay, ich warte dann im Wagen auf dich. Ja, dann wollen wir doch mal weg, oder? Wo ist Klaus? Klaus hat es erwischt. Hey, das stimmt doch gar nicht, du Penner. Jetzt hilf ihm doch! Na gut. Was macht ihr da? Das hatten wir schon alles. Schnell, lauf zum Auto! Ich kann hier nicht weg. Die Zombies würden die Lücke nutzen und uns zerfleischen. Eigentlich eher dich. Schon gut. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht! Wenn ich das mal aus Castaway zitieren darf. Warte mal. Ich bin Bernard Bonui, ein mächtiger Pirat. Das scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Part schon. Ja, warte mal. Vielleicht können wir... Besser nicht, okay. Was können wir denn jetzt machen? Mal gucken. Hey, Bonui! Ich glaube, ich weiß, wie wir mit diesen Zombies fertig werden können. Wir müssen einfach nur... Ah, Hilfe! Hilfe! Benui, du... Ah! Was für ein grässlicher Anblick. Solltest du jemals von Zombies umzingelt sein? Mach das bitte nicht nach. Ja, sag das mal den Leuten bei The Walking Dead. Obwohl ich die Serie gar nicht geguckt habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der trotzdem den einen oder anderen einfach mal so den Zombies überlässt und so, ne? Na gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen sofort hier weg. Wo ist Klaus? Klaus hat es erwischt.
Wie konnte das passieren? Ein heftiger Windstoß hat seine Fackel gelöscht. Die Zombies sind einfach so über ihn hergefallen. Es war schrecklich. Wir haben gerade absolute Windstille, Mann. Können wir jetzt bitte fahren? Na bitte, geht doch. Eine kurze Fahrt später. Warum haben wir hier angehalten? Wir haben kein Benzin mehr. Kein Benzin mehr? Regel Nummer 1, wenn man von Zombies verfolgt wird, sieh zu, dass dein Auto vollgetankt ist. Beruhige dich. Rumschreien bringt uns auch nicht weiter. Ich schreie, wann ich will. Schrei ein bisschen leiser. Sonst lockst du noch tausende Zombies an. Genau. Na gut. Also, was machen wir jetzt? Jemand sollte vielleicht die Gegend auskundschaften. Möglicherweise finden wir ja was, das uns weiterbringt. Gute Idee. Und wer soll das machen? Lass uns demokratisch abstimmen. Ich bin dafür, dass Michael diese Aufgabe übernimmt. Na toll. Ich auch. Bin auch dafür. Hey, warum ausgerechnet ich? Warum machst du das nicht selbst, Sid? Ich muss auf das Auto aufpassen. Ja, genau. Aber das hat ja sowieso kein Benzin mehr. Ja, aber falls du zufällig einen Benzinkanister finden solltest, können wir weiterfahren. Na gut. Und was ist mit dir, Bernard? Ich habe mir gerade meinen Knöchel verstaucht. Das würde die Suche doch nur unnötig in die Länge ziehen. Was für eine billige Ausrede. Wendy? Jetzt geh schon, Michael. Ihr schiebt das doch nur auf mich, weil ich schwarz bin. Der Schwarze stirbt bei solchen Geschichten immer zuerst. Das ist doch Unsinn, Michael. Nein. Klaus hat es zum Beispiel schon vor dir erwischt. Ja, das stimmt. Sieh die Sache doch positiv. Du bist dann der Hauptcharakter und Hauptcharaktere können nicht sterben. Da habe ich aber schon was anderes gehört. Jetzt tu uns doch bitte den Gefallen, Michael. Na gut, wenn's sein muss. Aber sollte mir hier draußen etwas zustoßen, werde ich als Geist zurückkehren und blutige Rache an euch nehmen. Dieses Risiko gehe ich ein. Ich auch. Dann wäre ja alles klar. Dame Michael. Falls es ihn erwischen sollte, bräuchte Ronwell einen neuen Quotenschwarzen. Oh, ist das gemein. So, okay. Ich speichere hier einfach mal ganz kurz. Ach, die Musik von Day of the Tentacle ist großartig. So. Ja, gut, was haben wir denn da alles? Miau! Eine schwarze Katze. Ach, ich bin nicht abergläubisch. Okay. Eine Stehleiter. Angeblich soll es Pech bringen, wenn man da unten durchgeht. Aber ich bin nicht abergläubisch. Na, wenn du meinst... Oh! Wow, das war aber knapp. Ein Spiegel. Oh, ein Spiegel. Sehe ich heute wieder gut aus. Ein Kühlschrank? Ein Kühlschrank mitten im Wald. Wie praktisch. Okay, das scheint so eine Art Schrotthalde hier zu sein, oder? Es ist total vermodert. Sieht aber trotzdem noch recht gemütlich aus. Und eine Badewanne, okay. Da steht eine alte und dreckige Badewanne mitten in der Landschaft. Können wir die benutzen? Und woher soll ich jetzt das Wasser für ein Vollbad nehmen? Was ist das denn Schönes? Ein Samurai-Schwert? Ein Samurai-Schwert? Wow, cool! Haha! Könnte ich voll einen auf Samurai-Pizza-Cats machen? Oder Samurai-Jack oder so, keine Ahnung. So, da sind noch Reifen. Ein alter Reifenstapel. Können wir da einen Reifen mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Okay. Haben wir einen Baum? Dieser Baum ist tot. Kein Wunder bei dem ganzen Müll, der hier herumliegt. So, können wir den Ast mitnehmen? Der ist viel zu groß zum Tragen. Dann hauen wir den noch auseinander, oder? Nee, wieso denn nicht? So, gehen wir da nochmal durch, oder? Da geht auch einfach locker da unter die Leiter durch, ja. Dafür habe ich wohl nicht genügend Platz in meinen Taschen. Ach, ich habe aus Versehen den Berg angeklickt. Ich wollte eigentlich die Leiter nehmen. Die ist ein bisschen zu groß zu mitnehmen. Was ist das denn? Also Baum. Der arme Baum hatte keine Chance. So. Dieser Baum sieht irgendwie abgestorben aus. So. Aber mit den anderen können wir auch noch reden. Kannst du mir bitte beim Suchen helfen?
Nein. Warum nicht? Ich habe keine Lust. Mann, ey. Wie wäre es, wenn du uns anschieben würdest? Ha, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Schon gut. War ja nur ein Versuch. Bernard? Kannst du mir bitte beim Suchen helfen? Okay. Wirklich? Ja, ich suche hier rund um das Auto und du suchst dort drüben. Boah, noch nicht so, Mann, du blöder Nerd. Wie wäre es, wenn du uns anschieben würdest? Würde ich ja lieben gerne, aber leider habe ich einen verstauchten Knöchel. Schon gut. Was mit Wendy? Kannst du mir bitte beim Suchen helfen? Tut mir leid, aber hier ist es mir ein wenig zu gruselig. Na, immer diese faulen Ausreden hier. Ist doch voll idyllisch. Voll die schönen Berge, die toten Bäume. Naja. Wie wäre es, wenn du uns anschieben würdest? Ja, klar, weil ich ja die Stärkste von uns bin. Schon gut. Ja, könnte ja sein, dass du hier Wonder Woman Incognito bist und so, ne? Weiß man halt nicht. Ist da noch was im Wagen drin? Wozu? Ja, ich wollte es doch gucken, ob da irgendwas drin ist. Na, egal. Schauen wir mal. Was für ein Ausblick. Ein Samurai-Schwert. Ideal zum Zombie-Metzeln. Mhm. So, Der hätte mich fast erschlagen. Ja. So ein Ast ist nicht ohne. Er hat einen langsamen und qualvollen Tod hinter sich. Dieser Baum ist tot. Das hatten wir schon mal, okay. Und da ist noch so ein Baum. Mitten aus dem ganzen Müll ist ein Bäumchen gewachsen. Aber es dürfte nicht sehr lange überlebt haben. Ist auch ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Genau, das hatten wir schon mal probiert. Könnten wir das Sofa benutzen? Ich habe jetzt keine Zeit zum Faulenzen. Cool! Da liegt ja eine Knarre! Yay! Oh, eine goldene 45er! Und das Magazin ist auch noch ganz voll. Können wir auf dem Spiegel schießen? Nö. Oh, ein Spiegel sieht gut aus. Können wir den benutzen? Spieglein, Spieglein an der Wand. Hab ich dich! Da ist eine Sprühdose, Marke Zombie-X. Oh, jetzt habe ich den Spiegel zerbrochen. Ha! Ach, was soll's, ich bin doch nicht abergläubisch. Mhm. So, und ist was im Kühlschrank? Ohne Strom kann er nicht wirklich funktionieren. Jackpot! Eine BFG 9000! Boah! Das ist eine Big Gun 9000, ein absoluter Doombringer. Ah, okay. Ist doch schon eine Weile her, dass ich Doom das letzte Mal gespielt habe. Müsste auch schon über 10 Jahre her sein. Ein Anti-Zombie-Spray. Zombie-X. Vernichtet jeden Untoten mit nur einmal Sprühen. Jetzt mit 50% mehr Weihwasser. Ja. Ist das nicht eigentlich eher praktisch gegen, sag schon, Vampire oder so? Na, egal. So, gucken wir da mal nach. Ich soll mich durch den ganzen Müll hier wühlen? Na gut, mal gucken, was ich da so finden kann. Oh, ein Ring. Ist das etwa der eine Ring? Ja, der eine Ring. Oh, welch schöner Ring. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Er ist zu mir gekommen. Mein Schatz. Ja. Gucken wir noch bei den Reifen mal nach. Ist da noch was? Uns ist das Benzin ausgegangen. Reifen haben wir genug. Da liegt ja ein schäbiger Becher. Becher eines Zimmermanns, ja. Das ist der Becher eines Zimmermanns. Der ist immer eine gute Wahl. Mhm. Ja, ja. Können wir den benutzen eigentlich? Ich mach's das mal. Ja, du sollst ihn so benutzen. Na, oder so. Nee. So musst du ihn benutzen. Nee, doch nicht. Hm. Blöd. Jo. Okay. Können wir irgendwie noch besser nicht. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Benzin, um hier vorwärts zu kommen. Sonst wird das problematisch. Können wir den Spiegel nochmal benutzen? Er ist zerbrochen. Ja. Zombie-Spray. Warte mal. Er scheint nicht aufzugehen, ja. Aber er sagt schon extra benutzt. Ach ne, das macht er die ganze Zeit. Drücke. Warte. Aber wir müssen doch irgendetwas hier machen, oder? Ich stehe jetzt wieder momentan auf dem Schlauch, ganz ehrlich. Und was soll ich machen? Etwa die Reiter von Rohan zu Hilfe rufen? Ja, warum nicht? Wenn es die hier gibt.
ist schließlich eine Zombie, also Quatsch, eine Halloween-Episode. Kann alles Mögliche passieren. Ja, aber irgendwas müssen wir doch mit dem Ast anstellen, oder? Der ist viel zu groß zum Nehmen und sowas. Sonst haben wir hier nichts mehr, was wir benutzen könnten, oder? Ich habe ja alles eigentlich ausprobiert. Nein. Den Ast könnte ich nochmal so benutzen. Nö, geht auch nicht. Die Leiter könnten wir nochmal benutzen. Fällt mir gerade ein. Was soll ich da oben? Ach ne, geht auch nicht. So. Ne, das wird also nichts bringen. Hier können wir auch nicht weiter. Ich mach noch 7 Minuten oder 8 Minuten. Dann muss ich wieder einen Cut machen. Und da können wir die Leiter nicht einfach so bewegen? Geht das nicht? Das geht nicht. Nö. Warum geht das denn nicht? Du kannst doch eine Leiter bewegen. Ach! Gut. Das können wir nicht öffnen, ne? Nö. Können wir auch nichts mehr benutzen. Ich kann jetzt auch nochmal probieren. Nein, nicht den Ast. Müllhaufen. Daneben nochmal. Bingo! Ein Lottoschein! Oh. Ein Lottoschein. Hey, das sind ja die Zahlen der gestrigen Ziehung. Können wir noch was finden? Dann eben nochmal. Eine Karte. Ach, da liegt Atlantis. Aha, eine Karte. Sie beschreibt den Weg nach Atlantis. Mensch, das hätte man... Gut, aber bei Fate of Atlantis haben wir Atlantis gefunden, nicht? Dann eben nochmal. Oh, ein Foto von Bigfoot. Bigfoot. Ach, der gute alte Bigfoot. Aus Ein haariger Ausflug. Episode 11. Ein Foto von Bigfoot. Eigentlich ist das nichts Besonderes, denn immerhin kenne ich ihn ja persönlich. Ne? Alter Kumpel von mir. Dann eben nochmal. Schade. Ich kann nichts Brauchbares mehr entdecken. Okay. Haben wir noch was im Kühlschrank? Dann eben nochmal. Was ist denn das für ein Umschlag? Plan zur Erlangung der Weltherrschaft. Na, wenn das nicht Popo Tentakel gehört. Das ist eine Anleitung zum Erlangen der Weltherrschaft. Der Autor ist ein gewisser George W. Bush. Auch nicht schlecht. So, haben wir noch was? Dann eben nochmal. Schade, da ist kein Bier drin. Okay, das war's. Können wir nicht benutzen. Dann eben nochmal. Oh, ein Dokument. Die Lösung für das Welthungerproblem. Das ist ein detaillierter Lösungsvorschlag für das Welthungerproblem. Das könnte wirklich funktionieren. Ach, sehr gut. Wäre doch mal praktisch, ne? Dann eben nochmal. Da ist ein altes Schriftstück. Der Sinn des Lebens. Wow, dieses alte Dokument beschreibt den Sinn des Lebens. Kaum zu glauben, dass da noch nie jemand darauf gekommen ist, obwohl die Lösung so einfach ist. Sag es mir doch, Michael. Sag es uns allen. Na, egal. Dann eben nochmal. Schade. Ich kann nichts Brauchbares mehr entdecken. Na, das ist natürlich blöd. Kommen wir bei der Badewanne nochmal. Dieses rostige Ding fasse ich lieber nicht an. Gut, okay, dann finden wir hier nichts mehr. Und bei den Reifen? Dann eben nochmal. Das ist aber eine seltsame Autogrammkarte. Für Benedikt, meinen größten Fan. Dein Master G. Hä? Foto von Gott. Warte mal. Nochmal. Hey, das ist ein Foto von Gott. Sogar mit Autogramm. Boah, Wahnsinn. Dann eben nochmal. Ja, ich bin auf Gold gestoßen. Da ist ein Benzinkanister. Cool. So, wir speichern mal hier vorsichtshalber. Ich habe da so eine böse Vorahnung. So. Gehen wir wieder zurück zu den anderen. Was war das denn? Oh nein. Michael! Schlecht gelaute, mutierte, zweiköpfige Eichhörnchen haben Michael getötet. Ihr Schweine! Ah! Lauft um euer Leben! Und die Musik aus Beetlejuice. Eine lange und anstrengende Verfolgungsjagd später... Ah, da sind wir wieder, bei der Villa.
Helikopter rein. Nur drei Mitglieder der Stars sind jetzt noch übrig. Ja, das ist eine Anspielung auf Resident Evil. Captain Wesker, Jill und ich. Wir wissen nicht, wo Barry ist. Wovon redest du da eigentlich? Das weiß ich selbst nicht so genau. Cast. Chris Redfield. Was ist denn jetzt los? Jill Valentine. Wer soll das denn sein? Barry Burton. Hallo? Rebecca Chambers. Ja, gib mir schmutzige Namen. Albert Wesker. Ich glaube, jetzt sind wir auch gänzlich vom Thema abgekommen. Resident Evil. Jo. Genau. Wow, das war knapp. Und äußerst seltsam. Das kannst du aber laut sagen. Was waren das für Dinger? Das waren zweiköpfige Eichhörnchen. Ich dachte, das Eichhörnchen am Mount Rainier wäre das... Ich dachte, das Eichhörnchen am Mount Rainier wäre das einzige seiner Art gewesen. Vielleicht hat das Junge bekommen. Unmöglich. Vor ungefähr 17 Jahren wurde es von einem Boulevardreporter mit einem Ast erschlagen. Wie grausam. Ich hoffe, dieser Tierquäler hat seine gerechte Strafe bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er kurz darauf den Pulitzerpreis bekommen. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Was immer es auch war, es kam aus der Küche. Bernard, geh und überprüfe das mal. Okay. Ich will aber nicht. Kommt ihr nicht mit? Wenn du und ich bleiben hier und sichern die Eingangshalle. Ja, Bernard. Es ist viel sicherer, wenn wir uns aufteilen. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Ja. Okay. Bevor wir hier weitermachen, würde ich mal sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Also, bis später!